Nicht in unserem Namen sind wir hier versammelt, sondern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen aus der Peter-Paul-Kirche. Wir sind auch wieder auf unsere Homepage geschaltet. Wir feiern hier mit Mundschutz und gebührendem Abstand und mit Ihnen gemeinsam an den Endgeräten zu Hause. Wir feiern heute den Sonntag Rogate, das ist das Lateinisch und heißt bittet, betet. In den Lesungen und Texten dieses Gottesdienstes wird das zum Ausdruck kommen, was das Gespräch Gottes, unser mit Gott, wichtig und inhaltsvoll macht, was das Wesentliche unseres Gebetes mit Gott sein kann. Für Ihre Mitwirkung in diesem Gottesdienst danke ich Markus Rau an der Orgel und am Klavier, dem Team, die uns musikalisch unterstützen, weil wir ja leider auch noch nicht singen dürfen miteinander, mit Renate Günther und Ursula Naumann. Ulrike Häusler wird als Lektorin tätig sein und ich danke auch dem Technikteam unter Pastor Felix Grimbo und dem Küster Andreas Klempau. Ich bin Pastorin Barbara Süptitz. Aus dem Psalm 95 beten wir. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist Gott,
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Herde. Lasst uns beten. Erbarmender Gott, du bist uns freundlich zugewandt und hörst unsere Gebete. Du hast uns verheißen, dass du uns geben willst, was wir im Namen deines Sohnes erbitten. Lehre uns so zu beten, dass wir alle Hilfe von dir erwarten und deiner Güte in unseren Herzen vertrauen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistellesung des heutigen Sonntags steht im ersten Brief Paulus an Timotheus im zweiten Kapitel. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, als Lösegeld für alle.
Wir hören die Lesung aus dem Matthäusevangelium aus dem 6. Kapitel. Dies ist zugleich auch der Predigttext für den heutigen Sonntag. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn darum bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Lasst uns gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.
Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten, Amen. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort, mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Krisen wie diese, die wir gegenwärtig erleben, haben es an sich, uns Menschen einmal wieder besonders bewusst zu machen, was für uns und unser Zusammenleben ganz existenziell wichtig ist. Denn in der Not wirft man überflüssigen Ballast über Bord und besinnt sich auf das unbedingt Unverzichtbare. Was ist das Unverzichtbare für uns? Ich denke, als erstes ist es das Zusammenleben, die Fürsorge und die guten Beziehungen zu den Liebsten und zu allen anderen Menschen. Unverzichtbar ist auch die Wertschätzung und Dankbarkeit für alles, wovon wir leben und an Liebe und Zuwendung von anderen erhalten. Die eigene Gesundheit ist uns von besonderem Wert. Und dass wir unser Auskommen haben, gut versorgt und in Frieden leben können. Viele werden auch sagen, mein Glaube und mein Gebet sind mir ganz unverzichtbar. Da, wo das Leben von existenziellen, persönlichen Fragen bestimmt wird, sucht so mancher einen Halt in seinem ganz persönlichen Verhältnis zu Gott. Und viele haben gebetet und tun es immer noch. Für sich selbst, für die Lieben, für andere Menschen, für Kranke, für Sterbende. Und alle, die gegen diese gegenwärtige Pandemie und so viele andere weltweite Probleme ankämpfen. Nun dürfen wir auch wieder gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam beten, zusammen mit denen, die online mit uns verbunden sind. Darüber sind wir sehr froh. Das persönliche, tägliche Gebet zu Hause ist gut und gibt Halt und Trost. Aber das Gebet in der Gemeinschaft brauchen wir auch. Beides hat einen wesentlichen Stellenwert für uns. Beten ist ein Herzensgespräch mit Gott in der Gewissheit, dass er uns liebt, sagt Teresa von Avila. Und ein anderer, Beten ist das Atemholen der Seele. So wie der Körper die frische Luft braucht, so braucht die Seele, unser innerer Mensch, das Gebet, das Gespräch mit Gott. Auch Jesus als frommer Jude war das Gebet wichtig. In der zweiten Lesung hörten wir, was er zum Beten sagte. Das Wesentliche und Unverzichtbare des Betens fasste er dabei mit ganz knappen und kurzen Sätzen zusammen.
Zum Gebet soll man sich in einen stillen Raum zurückziehen, um sich sammeln zu können, um offen zu werden für Gott und seine Gegenwart. Wir können zwar jederzeit und überall zu Gott beten, aber hilfreich ist es schon dafür, Ruhe, Zeiten und Räume zu haben. Auch Jesus hat sich immer wieder einmal alleine an einen einsamen Platz zurückgezogen, wenn er einen persönlichen Austausch mit Gott suchte. Es geht Jesus hier vor allem und in erster Linie darum, in einer persönlichen Beziehung zu Gott zu leben. Und diese kann man in der Zurückgezogenheit eben am besten entwickeln. Diese persönliche Beziehung ist auch die gleich in den ersten Worten des Vaterunsers in besonderer Weise zum Ausdruck kommt. Uns, die wir dieses Gebet so oft gesprochen haben, mag das gar nicht mehr auffallen, wie nah uns Gott gleich am Anfang dieses Gebetes kommt. Da gebrauchen wir die Anrede Vater. Es gibt ja auch Gebete, da sagen wir Herr, Herr im Himmel, und drücken damit die Allmacht und Größe Gottes aus. Aber hier wird es ganz persönlich. Mit dem Wort Vater sprechen wir Gott vertrauensvoll an, so wie eben Kinder zu ihrem Vater reden oder zu ihrer Mutter. So wenden wir uns zu Gott ganz persönlich. Wir vertrauen mit dieser Anrede darauf, dass er uns bedingungslos annehmen wird, so wie wir sind, und dass er uns Gutes tun wird. Alles, was uns auf dem Herzen liegt, können wir ihm sagen. Nicht der ferne, der unnahbare Gott will er sein, sondern eben der, der sich um uns sorgt, wie ein guter Vater oder wie eine gute Mutter um die Kinder. Aus der Gemeinschaft mit allen Christen zusammen heraus sprechen wir dieses Gebet und vergewissern uns damit auch betend unserer Glaubensgemeinschaft. Wir alle haben den einen Vater im Himmel. Und untereinander sind wir Schwestern und Brüder. Die weiteren Worte des Vaterunsers sind eine knappe Zusammenfassung der für uns wichtigsten Dinge, die wir von Gott erbitten dürfen. Das Reich, von dem wir hier hören, ist etwas, das wir alle erhoffen, worauf wir hinleben. Es ist das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist und das uns erwarten wird und das wir ganz stark auch mit der Auferstehung der Toten verbinden. Dass dieses Reich kommen möge und dass auch wir einen Anteil daran schon mit beitragen, darum beten wir in diesem Gebet und in jedem unserer Gottesdienste. Schon jetzt und hier soll davon etwas sichtbar werden. In unserem Tun und in unserem Reden, in unserem Miteinander in dieser Welt soll bereits ein Stück des unsichtbaren Reiches Gottes aufleuchten und erfahrbar werden. Und unsere Gebete, unsere gemeinsamen und auch unsere ganz persönlichen Gebete können wir dahin ausrichten. Deshalb legen wir uns und unser Leben mit der nächsten Bitte ganz in die Hände Gottes. Dein Wille geschehe. Das macht deutlich, von wem wir abhängen, wem wir unser Leben anvertrauen. Damit sagen wir aber auch, dass wir das, was Gott mit uns tun wird, so annehmen werden, vertrauensvoll aus seiner Hand. Und in unserem Leben wollen wir uns zugleich orientieren an seinen lebensfördernden Weisungen, an seinem Willen. Wir wissen, dass wir nicht nur Geist und Seele sind. Mitten in dieser Welt leben wir mit vielen materiellen Bedürfnissen und auch unser Körper fordert sein Recht. Das spüren wir tagtäglich. Deshalb bitten wir Gott darum,
dass er auch in dieser Hinsicht gut für uns sorgen möge. Wenn wir sprechen, unser tägliches Brot gib uns heute. Alle Dinge des täglichen Lebens schließt dies ein. Martin Luther zählt in seiner Erklärung zu dieser vierten Bitte des Vaterunsers in seinem kleinen Katechismus ganz vieles liebevoll hier auf, was hier alles mit eingeschlossen ist. Unser ganzes Leben. Die nächste Bitte sprechen wir als Menschen, die erkennen, dass sie Schuld auf sich laden und dass auch andere an ihnen schuldig werden. Diese Erkenntnis, dass wir alle auf Vergebung angewiesen sind, ist ganz wesentlich für unser Leben und bleibt Dreh- und Angelpunkt unseres gelingenden Zusammenlebens. Als Christinnen und Christen wissen wir uns von Gott angenommen, auch wenn wir anderen wehtun. Deshalb können wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Die Erwartung, dass uns vergeben werden möge, fordert aber zugleich und wie selbstverständlich von uns unsere eigene Vergebungsbereitschaft anderen gegenüber. Immer wieder werden wir auch versucht. Wir spüren täglich, dass wir herausgefordert werden, Dinge zu tun, die uns und anderen schaden. Manchmal auch, ohne dass wir es wollen. Nicht wir selber können uns davor bewahren. Dazu bedarf es einer größeren Macht. Es bedarf der Macht, die sich dem Bösen, das in uns und um uns ist, entgegenstellt. So bleiben wir angewiesen auf Gottes Hilfe und bitten ihn darum. Das ganze Vaterunser-Gebet findet seinen Schluss und Höhepunkt schließlich in der vertrauensvollen Bestätigung der Macht unseres Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott allein hält alles in seiner Hand. Und das heißt, dass er Gebete erhören kann, Leben verändern und Menschen helfen kann. So vertrauensvoll, wie das Vaterunser begonnen hat, so endet es damit auch. Welch ein Gebet! In knappen Worten ist alles gesagt, was unser Leben ausmacht. In wenigen Sätzen ist das Wichtigste zusammengefasst. Ein Gebet mit 7 Bitten. Ein großes Kreuz schlägt es, so nehme ich es wahr. Wir nehmen mit einer senkrechten Bewegung die Beziehung zu Gott auf, dem wir als kleine Menschen von der Erde aus zum Himmel hin alle Ehre und Macht zuerkennen und seine Herrlichkeit über uns aufgehen lassen. Und mit dieser erweiterten Lebenssicht schauen wir auf unser Leben und unser Miteinander in dieser Welt und ziehen eine Waagerechte, indem wir erkennen, dass wir als die Seinen unsere Verantwortung füreinander und für Gottes Schöpfung wahrzunehmen haben. Es ist ein vieldimensionales Kreuz, denn es verbindet uns nicht nur mit Gott und untereinander zu einer Gemeinschaft, wenn wir es miteinander und füreinander beten. Zugleich werden wir damit Teil einer Bewegung, die ja die ganze Welt umfasst. Weltweit wird zu jeder Minute irgendwo das Vaterunser gebetet. Von einzelnen Menschen in ihrem stillen Kämmerlein oder von Gemeinschaften in Gottesdiensten und Andachten. Das ist ermutigend und bestärkend, denn selbst im stillen Kämmerlein bleibt keine Beterin und kein Beter ganz allein für sich. Und mit diesem Beten bleibt niemand nur bei sich, sondern jede und jeder ist auch mit allen anderen verbunden. An allen Orten, in allen Sprachen
Und zu allen Zeiten beten Gläubige das Vaterunser. Dieses Gebet verbindet selbst Vergangenheit und Zukunft miteinander und nimmt uns alle hinein in das großartige Heilshandeln Gottes mit dieser Welt von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Und es schickt uns auf den Weg in die Zukunft Gottes und lässt das Samenkorn des Reiches Gottes schon jetzt mitten unter uns aufgehen. Das Vaterunser, vertraute Worte, die uns, ich denke, leicht von den Lippen gehen. Worte, die aber nicht gedankenlos geplappert werden sollen, sondern immer wieder ganz bewusst und aus unserem tiefsten Vertrauen zu Gott hin. Denn diese Worte können unser Herz erreichen. Sie nehmen uns hinein in das, was existenziell wesentlich und wichtig für unser Leben ist, für unsere Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen. Es sind Worte voller Vertrauen und Dankbarkeit. Worte, die uns Kraft vermitteln. Eine Kraft, die selbst noch im Angesicht des Todes nicht nachlässt, wo uns eigene Worte längst fehlen mögen. Amen, das heißt, ja, so soll es sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft und Unvernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Sieh mich, o Vater, zu den Sohnen.
Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Die Kirchenkreiskollekte vom letzten Sonntag ergab hier in der Peter-Paul-Kirche 85 Euro und per Überweisung 42,12 Euro, also 127,12 Euro. Gott segne Geber und Gaben. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde, um die dortige Arbeit vielfältig gestalten zu können und auch Familien die Teilnahme an den Konfirmandenfreizeiten, sobald sie hoffentlich wieder möglich sind, zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen. Die Kollekte erbitten wir unter dem Stichwort Kollekte vom 17. Mai wieder in der Online-Überweisung auf die angegebene Kontonummer, die Sie am Ende eingeblendet sehen werden oder auf der Homepage finden. Hier in der Kirche wird natürlich direkt gesammelt am Ausgang. Am nächsten Sonntag, den 24. Mai, feiern wir hier wieder einen Gottesdienst in der Peter-Paul-Kirche, ebenso in einer Übertragung auf unsere Homepage. Den Gottesdienst wird Pastor Schark halten. Und wir werden auch am Himmelfahrtstag eine Videoübertragung eines Gottesdienstes aus Redwisch haben, als reinen Videogottesdienst, den wir aufgenommen haben, als Gruß aus Redwisch, am Himmelfahrtstag ab um 10 auf unserer Homepage www.kirche-oldesloe.de. Herzliche Einladung, da hineinzuschalten. Dann habe ich Ihnen mitzuteilen, dass wir eine neue Viertelstundenglocke bekommen hier in der Peter-Paul-Kirche. Am 28. Mai wird sie eingeweiht werden. Um 9 Uhr gibt es eine kleine Glockeneinweihungszeremonie mit Pastor Schark. Per Video wird sie auch aufgenommen und auf die Webseite gestellt. Etwaige Anmeldungen sind per Telefon über das Kirchenbüro möglich. Weiterhin ist das Kirchenbüro und alle Pastorinnen und Pastoren auch telefonisch zu erreichen, auch über die ständig geschaltete Nummer mit der 900 hinten. Auch auf unserer Homepage können Sie verschiedene Angebote, Andachten und virtuelle Veranstaltungen wahrnehmen. Dazu laden wir immer herzlich ein und auch die Andachten und Gottesdienste sind dann auch noch später in einen Podcast geschaltet, später in verkürzter Form anzuhören. Wir gedenken jetzt unserer verstorbenen Gemeindeglieder, die wir unter Gottes Wort zu Grabe getragen haben. Erika Clara Paula Henke, geborene Hübner, im Alter von 93 Jahren aus der Hedwig-Riedel-Weg 1, Rümpel. Ilva Ada Elise Maas, geborene Bause, im Alter von 89 Jahren, Bahnhofstraße 8, Wiesensteig. Karin Gellers, geborene Elten, im Alter von 78 Jahren, Surenland 32, Hamburg. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir können dir sagen, was wir auf dem Herzen haben. Mit einfachen Worten. Unsere Freude und unseren Dank. Unsere Unsicherheit und unsere Angst. Unsere Sorge und unsere Not. Unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Wir kommen zu dir und vertrauen darauf, dass du uns erhörst. Weil du uns kennst und verstehst wie kein anderer. Und wir danken dir durch Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie sehr du uns liebst. Und durch den Heiligen Geist, der uns deine Liebe jeden Tag aufs Neue spüren lässt. Fürbittend treten wir so vor dich. Für die, die nicht wissen, wie sie zu dir sprechen sollen. Lehre ihnen Vertrauen in deine Gegenwart und Güte. Für unsere Heimgegangenen, die wir im Vertrauen auf Jesus Christus, der den Tod überwunden hat und uns das ewige Leben zusagt,
zur letzten Ruhe in dieser vergänglichen Welt geleitet haben. Nimm sie in Gnaden an und tröste die Trauernden. Lehre uns alle unser Ende bedenken und stärke unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Für die, die voller Schmerzen, Leid und Schuld sind, dass sie den Mut finden, sich in deine Hände fallen zu lassen und mit deiner Hilfe neue Kraft und neuen Mut finden und voller Vertrauen ihren Weg weiterzugehen wagen. Für die, die gegen Krankheit, Armut, Not und Elend in dieser Welt ankämpfen, dass sie immer wieder auf Menschen guten Willens stoßen und ihre vielen Bemühungen sichtbare Früchte tragen. Für alle, die voller Lebensfreude und Erfolg auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dass sie nicht vergessen, dir ihren Dank zu bringen und anderen Menschen nach ihren Möglichkeiten mit Zuversicht und Hilfe zur Seite treten. Wir beten in der Stille, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Und gemeinsam sprechen wir jetzt das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit dem Segen Gottes in die Zeit, die vor euch liegt. Die Zeit ist euch gegeben zum Beten und zum Tun des Gerechten. Seid stark im Glauben und versetzt Berge. Seid stark in der Hoffnung und lasst euch nicht zermürben. Seid stark in der Liebe und wendet euch einander zu. Gott segne euch und lasse euch zum Segen werden. Amen. Nach dem musikalischen Nachspiel bitte ich die, die in der Mitte sitzen, nach hinten durch den Hauptausgang rauszugehen und die an der Seite sitzen, durch die Seiteneingänge und Ausgänge.